Beginnen wir mit den Wählerinnen und Wählern im Ausland. Sie können jetzt ja schon abstimmen. Wie die VN vergangene Woche berichtet haben, herrscht vor dem Generalkonsulat in Wolfurt zum Teil auch Hochbetrieb. Wie haben denn die Vorarlberger Wahlberechtigten in der Vergangenheit abgestimmt? Gibt es da einen Trend? Dazu muss man sagen, dass sich eigentlich bei allen Konsulaten wirklich Schlangen bilden, wenn man das auf Social Media anschaut, und Vorarlberg ist hier keine Ausnahme. Der Trend die letzten Jahre, jetzt nicht speziell auf Vorarlberg bezogen, aber generell, wenn man da nach Deutschland blickt und auch in andere Regionen Europas, wenn der große Teil der türkischen Wähler hat mehrfach für die AKP gestimmt, und wie sich jetzt bei dieser Wahl dass dann diese, ob dieses Verhalten diese weitergeführt werden kann, so, das wird sich noch herausstellen. Aber im Moment ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und die Wahlberechtigten, also zumindest das, was wir hier in den Social-Media-Kanälen sehen oder mit den Leuten, die ich gesprochen habe, da gibt es, ich würde sagen, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich habe dazu keine Zahlen, aber es ist eher offen. Nach Wolfurt kommen ja auch viele Menschen aus der Schweiz und Deutschland, um ihre Stimme abzugeben. Wie wichtig sind denn die ausländischen Wählerinnen und Wähler grundsätzlich bei den Wahlen in der Türkei? Also ich denke, man sollte sich hier keine Vorstellung machen. Wichtig ist natürlich die Wahl in der Türkei selber, aber die Auslandstürken können, das haben wir eh schon mal im Rahmen eines Interviews gesagt, das Züglein an der Waage sein. Ja? Und wichtig ist auch, dass man versteht, die AKP hat seit ihrer Regierung, also seitdem sie die Türkei in der Türkei regiert, seit 2002 bis gegenwärtig, die Auslandstürken wirklich sehr stark einbezogen. Das heißt, sie haben immer das Gefühl gegeben, ihr seid ein Teil der türkischen Gesellschaft, wir erkennen euch an, auch im Ausland, also ihr seid nicht irgendwie im Ausland und wir haben euch vergessen, sondern ihr seid Teil unserer Gesellschaft, auch wenn ihr sozusagen in der Ferne lebt. Und das spielt schon eine wichtige Rolle und das davon profitiert die Partei jetzt auch. Wenn wir jetzt in die Türkei an sich blicken, wie bewerten Sie da momentan den Wahlkampf? Was sind die bestimmenden Themen? Also gestern sind in Erzurum die Steine geflogen. Also das heißt, es ist sehr emotional. Die Polizei hat beispielsweise nicht eingegriffen oder sehr spät eingegriffen. Im Moment ist es natürlich ein Persönlichkeitswahlkampf, also zwischen Präsident Erdogan und dem Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu. Und es geht hier hauptsächlich darum, wer die Türkei in der Zukunft führen kann. Und Erdogan und ja, es ist ein ganz knappes Rennen und die Opposition muss natürlich mit ihrer Vision für die Zukunft der Türkei punkten. Erdogan punktet natürlich schon mit dem, was er bis jetzt geleistet hat, in dem Sinne, dass er sagt, dass er die Türkei weiterhin als starker Mann anführt und weiterhin sozusagen die türkisch-nationalistisch-islamische Identität vorantreibt und auch außenpolitisch sozusagen keinen Schritt zurückweicht. Also damit verweist er natürlich seinen Kampf, also die Teilnahme im Syrien-Konflikt, ob er die YPG versucht hat, von der Grenze zurückzudrängen oder ob es die PKK ist und so weiter und so fort. Das heißt also, Erdogan hat natürlich hier ein Stück weit auf kann auf mehr zurückgreifen als die Opposition. Die Opposition profitiert natürlich mit der Erosion der demokratischen Institutionen, dass sie der AKP natürlich nicht nur vorwirft, sondern auch nachweisen kann, dass die AKP den demokratischen Weg aufgegeben hat. Also dass sie ein autoritäres System im Inneren vorantreiben und ein expansives nach außen, damit das Autoritäre im Inneren nicht auffällt. Jetzt ist es noch nicht lange her, das war im Februar, dass ein verheerendes Erdbeben die Türkei und Syrien erschüttert hat. Da sind Zehntausende Menschen gestorben. Zeitweise wurde sogar darüber diskutiert, die Wahl deswegen zu verschieben. Viele Menschen waren auch unzufrieden damit, wie Erdogan mit der Katastrophe umgegangen ist. Ist das etwas, was ihm jetzt schadet? Wie viel Einfluss solche Katastrophen haben, ist jetzt im Vorfeld schwer zu sagen. Was aber auf jeden Fall, was wir sagen können, ist, dass hier Kritik geäußert, also gerechtfertigte Kritik geäußert worden ist, aber in den letzten Tagen
gab es auf verschiedenen, also im Fernsehen und auch so verschiedenen Social-Media-Kanälen in diesen Katastrophenregionen immer wieder auf der Straßen Umfragen, wen die Leute wählen würden. Und da kam eigentlich wie aus der Kanone geschossen AKP Reis, also den Führer sozusagen, den lassen wir nicht hängen. Es ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schwierig zu sagen, was die Katastrophe sozusagen wie viel sie wirklich schaden wird oder ob sie überhaupt schaden wird. Was wir jedoch gestern sehr deutlich beobachten konnten, ist, da wurde bei einer Veranstaltung, Wahlveranstaltung der Opposition mit Steinen geschmissen und die Polizei hat nicht wirklich eingegriffen. Das heißt, die Justiz in gewissen Orten nimmt sich auch ein Stück weit zurück und signalisiert natürlich auch, ja gut, die Opposition ist uns egal. Und das hat natürlich auch einen psychologischen Effekt, ja, auch möglicherweise auf die Wähler. Also wie das genau sich dann sozusagen wirklich auswirkt, das kann man nur meistens im Nachhinein feststellen. Wie ist denn momentan die Situation in der Erdbebenregion? Wie geht es da den Menschen vor Ort? Ich bin mir sicher, dass jeder von uns die Bilder gesehen hat. Die Aufbauarbeiten laufen. Das wird natürlich eine längere Zeit in Anspruch nehmen, bis alles funktioniert. Es sind auch ganz viele Gruppen im Ausland daran beteiligt, um Hilfsgütern in die Türkei zu schicken oder das Nötigste. Die Wirtschaft ist natürlich, die türkische Wirtschaft ist im Moment nicht besonders stark. Das heißt, man muss sozusagen auch erst sich auch um dieses Problem kümmern und dann die Aufbauarbeiten dann realisieren, weil das ist ja wirklich in einem Erdbebengebiet gebaut worden, wo man hätte nicht bauen dürfen oder zumindest nach strengeren Baumaßnahmen. Das ist nicht eingehalten worden und im Moment leben viele natürlich immer noch in diesen Zeltdörfern oder Containerdörfern und das wird noch eine längere Zeit so dauern. Für Aufsehen hat kürzlich auch gesorgt, dass Erdogan ein Live-Interview wegen gesundheitlicher Probleme abbrechen musste und danach hat er auch Auftritte abgesagt. Könnte ihm das schaden bei seinen Anhängerinnen und Anhängern? Ich glaube nicht, denn die Öffentlichkeitsarbeit der AKP und ihren nahestehenden Mediengruppen, die haben das wirklich sehr gut kompensiert. Die haben das sofort das in Angriff genommen und meint, ja, das war nur ein kurzer Ausfall und dann, dass das eben auf nicht wirklich zurückzuführen ist, dass er wahlkampfschwach geworden ist, sondern das war nur ein kurzer Magenverstimmung, vielleicht weil er was Falsches gegessen hat und so weiter. Und die Opposition hat versucht, davon Profit zu tragen, aber das hat jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das wirklich dahin führt, dass man sagt, er ist jetzt zu alt oder zu schwach und er ist gar nicht mehr wählbar. Sie haben es vorher schon gesagt, es schaut momentan vieles nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Oppositionsführer Kılıçdaroğlu hat ja aber eigentlich immer das Image eines ewigen Verlierers gehabt. Das Oppositionsbündnis hat sich auch nicht ohne Schwierigkeiten auf ihn als Kandidat einigen können. Hat man ihn unterschätzt? Das denke ich nicht. Also Kılıçdaroğlu hat sicher in den letzten Monaten versucht, sein Profil zu schärfen. Kılıçdaroğlu ist, ich meine, der kommt aus einer alevitischen Familie aus Tunceli. Man hat ihn aber in der Türkei schon öfters fotografiert mit dem Zeichen der grauen Wölfe. Ja, wie das zusammengeht, das würde ich ihn gerne mal persönlich fragen, wie er das macht. Er versucht jetzt sein Image zu bessern. Er versucht jetzt sozusagen den Demokraten, also seine demokratische Tradition und die kemalistische Tradition voranzutreiben. Damit hat er schon gepunktet, das muss man auch sagen, weil es gibt eine gewisse Müdigkeit dieser autoritären Tendenzen und davon profitiert er. Auch die Opposition hat sich ja zusammengeschlossen, um Erdogan vom unter Anführungszeichen Thron zu stürzen. Aber was dann sozusagen die Vision ist später, das fehlt noch. Da braucht man noch mehr und er hat sich da sehr gut in Szene setzen können. Er hat auch ein langes Interview in Social Medias hochgeladen, wo er natürlich für die Aleviten, Kurden und verschiedene Minderheiten eintritt. Das heißt, er versucht, sein Image aufzupolieren. Ob das ausreichen wird, ist schwierig. Aber man muss man muss auch dazu sagen, dass die AKP auch sehr viele Fehler gemacht hat, was natürlich der Opposition in die Hand spielt. Jetzt haben die Wählerinnen und Wähler ja zwei Stimmen, eine für den Präsidenten, eine für das Parlament. Was sagen denn die Prognosen zum Ausgang der Parlamentswahl? Es wird
Also die meisten Prognosen, die ich jetzt kenne, gehen davon aus, dass es einen zweiten Wahlgang brauchen wird, um dann schlussendlich zu entscheiden, wer schlussendlich die Türkei regieren wird, ob es eine Kontinuität gibt oder ob es einen Machtwechsel gibt. Wie fair und frei sind denn die Wahlen in der Türkei? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich gehe mal davon aus, dass es durchaus Probleme geben wird und Herausforderungen und hoffe aber, dass die externe Wahlbeteiligung oder auch die türkischen Wahlbehörden hier wirklich peinlichst genau darauf achten und schauen, dass das so fair wie möglich abläuft. Jetzt ist unter Erdogan in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt worden. Er kann weitgehend am Parlament vorbei regieren. Würden Sie sagen, ist eine Rückkehr unter Kılıçdaroğlu und der Opposition zu einem parlamentarischen System überhaupt realistisch? Realistisch durchaus. Die Frage, die sich hier stellt, ist eher, die Opposition kann nicht alle Baustellen gleichzeitig behandeln. Das heißt also, die Wirtschaft drängt. Das wird sicher das erste oder wichtigste sozusagen Herausforderung sein, derer man sich widmen muss. Das andere ist natürlich dann die Außenpolitik, die Beziehungen zu den USA, EU und NATO, also eine andere Strategie herbeizuführen und dann vielleicht in einem dritten, vierten Schritt nochmal sich der Innenpolitik zuzuwenden und zu sagen, die Schritte, die von der AKP gesetzt worden sind, wollen wir nochmal ändern, wir wollen wieder zu dem System, wo davor war, aber das wird sogleich nicht gehen, weil einfach wirklich ganz dringendere Aufgaben auf die Opposition, sollte die Opposition Kılıçdaroğlu gewählt werden, auf ihn warten. Jetzt vielleicht noch als abschließende Frage, Sie haben Stichwort Außenpolitik genannt, ja. Wie sind denn die Auswirkungen des Wahlergebnisses für Österreich und Europa zu bewerten? Da gab es ja in der Vergangenheit schon Spannungen. Also unabhängig davon, wer jetzt diese Wahl gewinnt, die neue Regierung wird natürlich diese ganzen Thinktanks oder türkischen oder Gruppierungen, Organisationen, die im Ausland sich um die Auslandstürken, Diaspora-Türken kümmern, die wird sie nicht natürlich loswerden, sondern die wird sie versuchen, weiterhin für ihre eigenen Interessen zu nützen. Also wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass die UID oder andere Gruppen zum Beispiel oder wie SETA nicht mehr in Europa organisiert operieren, sondern die werden weiterhin operieren, aber möglicherweise mit, wenn die AKP verliert, natürlich mit einer anderen politischen Schwerpunktsetzung und wenn die AKP gewinnen sollte, möglicherweise mit derselben Strategie oder mit einer leicht veränderten, modifizierten Strategie. Aber der Fokus auf die Diaspora-Türken wird oder Muslime generell wird bleiben.